You have no power here. So, es ist 23 Uhr. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich erstmal zur Arbeit fahren. Und dann 1.13 Uhr fährt der Zug. Dann macht's gut, ihr Strolche. Ach, ich zeige euch noch mein Gepäck, was ich hier habe. Und dann geht's los. Ja. Wie gesagt, das ist hier mein Rucksack, den habe ich ja geflickt wieder. Das ist der 30 Liter Rucksack, den ich am Anfang mal hatte, der kaputt gegangen ist am Brustgurt. Ja, hier im Dunkeln, da, das ist meine Reisetasche. Da ist alles drin, was ich so noch brauche. Duschgel und Handtuch, Zahnputzzeug und den ganzen Krempel. So, bin jetzt hier am Bahnhof. Mein Zug hat bis jetzt noch 5 Minuten Verspätung. Wäre ich mit dem anderen Zug, mit dem Metronom gefahren, ja, und nicht mit dem Auto, der hat 25 Minuten Verspätung. Also bin ich froh, dass ich mit dem Auto gefahren bin. Das einzige Problem ist, mein Zug kommt auf Gleis 6 und der verspätete Zug, mit dem ich gefahren wäre, der kommt auch auf Gleis 6. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die vielleicht die Gleise ändern. Muss ich warten. Meine Herren, diese Bahn. Oh. So, da ist er. Jetzt geht's ab nach München.
Jetzt bin ich hier beim Hotel, beim Hostel. Da geht's zur U-Bahn, U1. Da komme ich zum Megamarsch und da will ich gleich mal hin. Wir haben jetzt 11 Uhr. Hab noch Zeit bis um 3. Aber hier bin ich rausgekommen, Alte Donau. Jetzt muss ich hier runter und dann geht's nach rechts. Und dann müsste ich da sein, wo der Mammutmarsch stattfindet. Also, Wien ist wirklich sehr schön. Und ich frage mich, ob Wien eigentlich keine Flüchtlinge hat. Weil ich habe keine, also natürlich habe ich hier welche gesehen, aber das ist sowas von wenig. Also es erinnert mich an 1986, als ich nach Göttingen gekommen bin. Da war es in der Fußgängerzone ungefähr genauso viel. Ja, wenn ich mir dagegen hier München, Hamburg und sowas angucke bei uns, das ist ja richtig voll. Und ja, Göttingen ja genau selber, ne? Aber hier, naja, okay. Zumindest bin ich hier schon mal richtig. Ein Pfeil ist hier. Also kommt er von da und da hinten, mal ein bisschen größer machen. Da laden die schon Paletten aus. Das kann schon hier vom Megamarsch, vom Mammutmarsch sein. Ah, hingehen. Mal schauen. Ja, das war der Mammutmarsch und die Paletten waren Getränke. Den Typen gefragt, wo genau der Mammutmarsch stattfindet. Na, der geht genau hier, wo die Paletten stehen, rechts rein. Aber das wirst du schon finden. Morgen kommen noch mehr Leute, sagt er. Ich glaube nicht, dass du der Einzigste bist, der morgen läuft. Na, der geht, wenn du der Einzigste bist, dann hast du viel zu trinken, sagen sie. Ah ja, gut. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier noch eine Toilette finde. Ich habe schon eine gefunden, aber dafür musst du bezahlen. Notfalls muss ich halt bezahlen. Und dann geht es wieder zurück zum Hotel und dann warte ich davor, bis ich rein kann. Irgendwie fühle ich mich kotzerisch. Fühle mich gar nicht so gut. Ich bin müde, das wird sein. Normalerweise hätte ich heute Morgen ja von 8 Uhr bis um 15 Uhr geschlafen und nicht hier die ganze Zeit wach. Morgen früh muss ich um 4:30 Uhr raus. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich gehe das morgen gut mit dem Laufen. Hier ist mein Bett. Ist mein Rucksack, meine Tasche. Was zu trinken. Jetzt will ich das mal ein bisschen hinhauen, mal gucken, wie lange ich schlafe. Und dasselbe hier mit diesem Code hast du auch hier an der Tür außen, wenn du rein willst, und zu den Toiletten. Für die Küche und Aufenthaltsraum hast du wiederum einen anderen Code. Also, hey, der Witzka. Und das Beste ist, ich habe einen Screenshot gemacht von diesem Code und dann ging mein Dings alle. Meinen Akku vom Handy. Und dann wusste ich den nicht mehr. Ach, dann, Gott sei Dank hatte ich mein Gepäck draußen und musste ich erstmal mein Handy aufladen und oh nein. Jetzt wird hier alles aufgeladen. Versuchen lassen, ein bisschen zu schlafen, aber nicht so lange.
spät ist es? 16:29 Uhr. Muss auch noch was essen, habe noch gar nichts gegessen, außer gefrühstückt im Zug. Da sind noch zwei Betten. Unten hier oben. Hier und hier unten. Und ja, hier, wo ich drin bin und unter mir. Was sind denn 17,5 Quadratmeter? Sind das für 6 Personen 6 Betten? Geiler. So, jetzt mein Abendbrot. Kaffee 3 in 1, Fisch, Kartoffelbrei und dann mache ich mir noch auf dem Toast noch meine Backbrötchen und das war's dann für heute. Dann geht's ab zum Duschen und dann geht's wieder ins Bett. Wir haben jetzt 8 Uhr, also 20 Uhr 30, ja. Halb fünf. Jetzt kann ich auch aufstehen. So. Noch schnell einen Kaffee trinken. In einer halben Stunde gehe ich los. Aber hoffentlich schlafe ich jetzt hier nicht ein. Hier oben hängst du dein Zeug hin, was du nicht mehr essen willst. Machen wir hier alles Kisten. Oder hier Europaletten. Moin. Oh, bin jetzt hier bei der U-Bahn. In einer Minute. Das sieht man hier oben. In einer Minute kommt er. Und der nächste kommt dann. Dann in 10 Minuten, also sprich jetzt noch 11. Hier fährt alle 9 bis 8 Minuten fährt hier einer. Gar nicht mal so schlecht. Da kommt er schon. Unpünktlich ist er auch. Ich bin nicht mal der Erste, also noch so viele. Ah, noch zu dunkel. Oh, der Akku ist voll. Dann warten wir mal, bis es anfängt. Oh, hier ist der Check-in. Oh, jetzt 5 Minuten nach 6.
Wollen wir abwarten, bis es anfängt. Richtig. Dann, er hat gerade schon mal alles dabei gewesen. Gebt mal eure Hände. Ja, üblich für die erste Startgruppe. Wer ist alles neu? Boah, haben es viele reingeschafft in die erste Startgruppe. Dann, liebe Altmammut, zeigt mal ganz kurz den neuen Mammut, wie es bei uns läuft. Was machen Sie, Leas? Ich habe schon wieder so mittelneue Verbindungsprobleme. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ja, Wien geht wieder los. Wien ist anstrengend, sage ich euch. Viele Höhenmeter, vor allem viele Höhenmeter auf kurzer Distanz. Kommt auf jeden Fall halt durch. Ich will es gar nicht lange machen. Ich erzähle einmal ganz kurz für die ganzen neuen Teilnehmer, wie es bei uns läuft. Ihr geht die Route entlang, kommt an verschiedenen Verpflegungsposten vorbei. Dort steht euch Essen in allen Aggregatzuständen zur Verfügung, Toiletten und vor allem steht euch da Müllbehälter zur Verfügung. Mir ist ganz wichtig, bitte entsorgt euren Müll ausschließlich bei uns am VP. Nutzt nicht den Wald, keine Gehwege und auch keine öffentlichen Müllbehälter. Die werden nicht so oft entleert. Wenn da 2000 Leute lang gehen, dann ist der Müllbehälter 2 Wochen lang voll. Das sieht nicht schön aus und muss nicht sein. An den Verpflegungsposten habt ihr auch den Sanitätsdienst, der euch bei Problemen versorgen wird. Entlang der Route, ihr habt alle ein Teilnehmerheft bekommen, da steht eine Notfallnummer drauf. Vom rechtlichen Rettungsdienst wählt bitte die, wenn ihr auf der Route Probleme bekommt. Ansonsten ist die Route für euch markiert. Mein lieber Kollege Nico wird das kurz mein Schild hochhalten. Eins vorweg, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Markierung, weil leider unser Markierungszeug auf dem Postweg abgekommen ist. Wir mussten ein bisschen improvisieren. Ihr findet auf dem Boden gesprüht mit Kreide entsprechende Pfeile in der Farbe Gelb. Und für euch ist ganz wichtig, am Ende eurer Route wird sich die Farbe zwischendurch auf Blau verändern. Da müsst ihr unbedingt drauf achten, weil ihr da der 30 Kilometer Route entgegenläuft. Es ist nicht anders möglich, als da mit 2 unterschiedlichen Farben zu arbeiten. Darum nutzt bitte euer Navigationssystem. Ihr habt die GPX-Daten bekommen. Das ist und bleibt der sicherste Weg, hier rechtzeitig ins Ziel zu kommen. Ansonsten, ganz wichtig, der Mammutmarsch ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Unterstützt euch gegenseitig. Gemeinsam kommen viel mehr Leute ins Ziel. Guckt euch gegenseitig in die Augen, wenn ihr das Gefühl habt, einem geht's nicht gut. Lieber einmal zu viel fragen, wie einmal zu wenig fragen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch unsere alte Mammutmarsch-Tradition zu machen. Dafür kommt ihr jetzt hier gleich nochmal näher ran. Keine Sorge, ihr stinkt noch nicht. Ihr könnt noch ein bisschen näher rankommen. Aber, ja. Ich schreie Mammut und ihr schreit mit allem, was ihr könnt, Marsch, so laut wie ihr eben könnt, damit ihr gut auf die Route kommt. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Und dann geht's euch los in 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß und bis später! So, hier hinten, hinter mir, wo die Türme sind, na, könnt ihr nicht sehen, das Gebüsch davor. Da ist der erste Versorgungspunkt. Wir haben jetzt ja, 15 Kilometer gelaufen, aber ich habe keinen Hunger. Ja, ist mir zu warm, ich will eh nichts essen. Dann habe ich noch genug zu trinken. Und da sage ich mir, warum soll ich da jetzt hinlatschen? Ja, und danach habe ich vielleicht gar keinen Bock mehr weiterzugehen, weil man hat es ja im Harz gesehen, nach 15 Kilometern der erste Verpflegungspunkt, da gab es ja nur einen. Und dann ging das schwer erst wieder los und bei 20 Kilometern, da hätte ich fast aufgegeben. Dann ging es nur noch schrittweise und deswegen versuche ich jetzt hier das Ganze durchzulaufen. Also jetzt bis zum nächsten Verpflegungspunkt, da müsste dann glaube ich bei 30 Kilometer sein oder so. Dann kann ich ja mal was essen. Aber erstmal gucken. Alles klar.
Macht's gut, Herr Sträuche. Noch 20 Kilometer. Kilometer. Dann müsste der nächste Verpflegungspunkt kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich den nicht vielleicht auch weglasse. Keine Ahnung. Wir haben 3 Verpflegungspunkte und den letzten, den könnte ich nehmen. Weil dann haben wir nur noch die letzten 15 Kilometer. Weil ich finde es auch blöd, weil ich habe ja mit meinem Startgeld jetzt auch die Verpflegungspunkte, das ganze Essen auch alles mitbezahlt. Aber ich habe keinen Bock, wenn ich da jetzt hingehe, esse und dann nicht ans Ziel komme. Deswegen. Naja. So ist das, Leute. Ich kann nicht mehr. Berg hoch, Berg hoch, Berg hoch. Aber immer noch besser wie Berg runter. Kilometer erst. Wir müssen noch 31. Ach, mein Mann. Wir sind noch nicht oben. Glaubt oder nicht, wir haben gerade mal 25 Kilometer hier hoch, das war, ging ja fast, kommen wir vor wie ein Bergsteiger. Heide Witzka. Okay, es geht weiter. Runter tut es sau weh. Es ist 12.30 Uhr. Wir haben jetzt genau 5 Stunden und 50 Minuten gebraucht für 27,5 Kilometer, also wir haben die Hälfte. Ja, am meisten hat aufgehalten die Steigung, aber am schlimmsten war das Gefälle. Also hinten ging es ja auf dem Berg, ging es wieder runter und das
Das tat wieder am meisten weh. Da habe ich am meisten Zeit verloren. Ich schaffe das immer noch unter 12 Stunden, die 55. Aber kann sein, dass ich gar keinen Versorgungspunkt mitnehme. Also heißt das nichts trinken, nichts essen. Dann kann man heute Abend ein paar Nudeln machen, wenn ich jetzt noch in der Lage bin. Nein, hoffentlich hört es mal bald auf mit diesem Scheißgefälle hier. Alles klar. Macht's gut, Leute. Ja. Ja, da haben wir es mit raus. Okay. Ja. 30 haben wir geschafft. Noch 25. Wie gesagt, den VP-Versorgungspunkt 2 habe ich auch liegen lassen. Wenn ich Zeit habe, nehme ich den 3 und wenn nicht, dann ja, Pech. Dann gibt es halt nichts zu essen diesmal. Nein, nein, meine Hand, meine Hand. So, noch 15 Kilometer. Wir sind jetzt hier bei 40. Oh, wir hatten schon wieder Steigungen, Gefälle. Deswegen, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich weiß nicht, ob ich es an der letzten Station noch halten kann. Ich muss warten. Kommt ungefähr 5 Kilometer. Die letzte Station muss ich dann mal ausrechnen. Zumindest wahrscheinlich mal Wasser auffülle, wenn ich schon nichts esse. Oh, ich bin fix, Nadel. So. Verpflegungskosten. VP3. Mal gucken, wenn wir was zu essen holen. Ja, dann geben Sie mir wieder eins. Dankeschön und eine Waffel. Tausend Dank. Oh, Süßigkeiten. Hallo. Hallo. Ich nehme eine Banane. Einfach da rein, dann genau. Und dann, nee, ich nehme mal ein bisschen Schokolade. Dankeschön. So. Jetzt haue ich ab. So, noch 8,5 Kilometer und dann bin ich im Ziel. Ach ja, wir haben jetzt 16:30 Uhr, 16:31 Uhr. Oh, schaffe ich noch unter 12 Stunden. Ist noch zu schaffen. Ich hoffe, dass jetzt keine Steigung mehr kommt, die letzten 8,5 Kilometer. Aber wir sind hier an der Donau. Und ich glaube nicht, dass hier jetzt nochmal eine Steigung kommt. Oh, ganz schön der Wind. Es kann natürlich sein, dass ihr mich nicht richtig versteht. Aber ist auch egal. Wenn ihr mich nicht versteht, dann mache ich Musik drüber. Bis nachher. Jetzt kommen wir dem Ziel langsam näher.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hole ich mein Bier. Wir sehen uns noch. Weißt du? Und dann habe ich mich gewundert, dass ich doch fitter war, als ich gedacht habe. Das ist ein großes Fragezeichen. Ja, ich wäre auch fast ausgestiegen. Ich habe im letzten Verpflegungspunkt, wo bin ich denn gelaufen? München. München? Da will ich auch mal hin. Also jetzt. Im letzten Verpflegungspunkt darf ich nur so mal gucken, ob ich hier nochmal wegkomme. Dann habe ich da eine längere Pause gemacht und dann hat es noch geklappt. Okay. Oh nee, da bin ich froh jetzt. Ich auch. Ich auch. So, jetzt mache ich mir erstmal einen Topf mit Spaghetti. Tomaten. Soße. Der Topf ist ziemlich heiß, deswegen habe ich ihn mal in die Pfanne reingestellt. Nicht, dass ich hier noch das Ding anbrenne, ja, das Holzbrett. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Das werde ich jetzt aber nicht filmen. Ihr wisst ja, wie es nach Hause geht. So, ich zeige euch jetzt noch mal kurz meine Finisher Medaille. Die ist aus Holz. Oh. Oh, und dann wollen wir das hier mit dabei auch belassen. Ich bin jetzt am Bahnhof in Wien. In einer halben Stunde fährt mein Zug. So, dann zeige ich euch noch schnell die Medaille und dann, weil es gestern ja so dunkel war, und dann war es das für heute. Das ist sie, 55 Kilometer. Ja, das ist das Armband, was eigentlich am Arm hängen sollte. Ja, da gab es zwar noch eine Urkunde, aber die wollte ich nicht haben, steht eh kein Name drauf. Also, da brauche ich die auch nicht. Ich habe eh keinen Platz, wo ich die hinhängen kann. So Leute, ja, dann macht's gut. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Lauf. Ciao.